Hi und willkommen zu diesem Video. In diesem zeige ich dir, wie eine Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus installiert wird und was da so alles passiert. Mein Name ist Daniel Grimm, ich bin Inhaber von Enerix Spessart und einer von über 120 Fachbetrieben in ganz Deutschland und in Österreich und somit einer der größten Photovoltaik- und Wärmepumpeninstallateure in unserer Dachregion. Für die Installation wird typischerweise eine Woche angesetzt. Und wir zeigen dir hier mal die einzelnen Arbeitsschritte, um dich mal bei so einer Baustelle mitzunehmen, damit du ein Gefühl bekommst, was hier so alles passiert. Im ersten Schritt wird die alte Heizung ausgebaut und der Ölkessel oder die alte Gastherme deinstalliert und die kompletten Rohrungen zurückgebaut. Wir bereiten auch ein Fundament für die Außeneinheit der Wärmepumpe vor, die dann auch auf diesen Sockel draufgesetzt wird. Das ist typischerweise ein Streifenfundament aus Beton oder vom Hersteller ein Sockel, der dann fest auf dem Boden installiert wird. Als zweites werden die ganzen Verrohrungen für das neue Heizsystem und den Warmwasserboiler vorbereitet. Das heißt, du bekommst einen neuen Pufferspeicher, so wie dieser hier, der 600 Liter Warmwasservorrat hat, um dann die Wärmepumpe auch wirklich effizient zu betreiben. Dann wird, wie zum Beispiel hier von der Firma Wolf, das Innengerät installiert und sämtliche Rohre hierfür angeschlossen. Als nächstes kommt natürlich auch unser eigener Elektriker, der die komplette elektrische Installation vorbereitet und die Wärmepumpe dann auch anschließt. Als letztes gibt es die Einweisung von unserem Heizungsbaumeistern für unsere Kunden und dort erklärt er das gesamte Heizsystem, wie sie auch programmiert wird, feintunet nochmal die Einstellungen und der letzte Schritt ist die Einweisung und Übertragung in unsere Enerix Control. Das ist unser Energiemanagementsystem, wo deine Wärmepumpe effizient mit einer Photovoltaikanlage gekoppelt wird, sodass du auch überschüssigen PV-Strom optimal für deine Wärmepumpe einsetzen kannst. Du siehst, die Installation einer Wärmepumpe ist kein Hexenwerk und funktioniert auch bei dir zu Hause. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal und drück die Glocke, um kein weiteres Video von uns zu verpassen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, dein Daniel von Enerix.